Seid gegrüßt. Wir reagieren heute auf das Video von Axo Ost-Westen gegen die Grenzgänger. Tahir Chaudhry zerpflückt sich selbst wieder einmal. Wir hatten ja schon auf den ersten Teil reagiert und jetzt bin ich mal gespannt, was für Argumente Axo Ost-West hier vorzubringen hat. Im ersten Teil hat er, ja, ist er auf die nebensächlichen Punkte gegangen, also auf dieses Migrationsthema, was ich jetzt nicht für so relevant erachte. Und wo die Grenzgänger ja auch meiner Meinung nach überzeugend argumentiert haben, warum sie das nicht so relevant finden. Kommen wir heute zum zweiten Teil meiner Antwort an die Grenzgänger. Ihr erinnert euch. Die zwei, die 75% aller Abstimmungen zum Thema Krieg unterschlagen mussten, um... Geiles Framing. Also, ich wiederhole das Argument von den Grenzgängern nochmal. Die AfD ist jetzt gerade in der Opposition. Sie steht unter keinem Druck, von wirklich niemandem irgendeinem Bundeswehreinsatz zustimmen zu müssen. Und trotzdem stimmt sie einfach so 25%, nehmen wir die Zahl von voraus gerade eben mal, stimmt sie 25% aller Einsätze zu. Wie wird das erst aussehen, wenn sie wirklich in politischer Verantwortung ist? Wie wird das in einer Koalition mit der CDU aussehen? So. Um die AfD als Kriegstreiberpartei darzustellen. Die zwei, die beim Relativieren von Migrantenkriminalität versehentlich ein Beispiel gepickt haben, das mir recht gegeben hat. Wenn ich aufzeigen kann, und das zu einem... Wie gesagt, das hatten wir im letzten Video schon, das ist jetzt Framing, um seine Zuschauer entsprechend einzustimmen. Also, hatten wir im letzten Video schon drauf reagiert, da brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Diskursablenkung aller wir liefern Waffen und Islamapologetik auffehlen, um Migrantenkriminalität zu bagatellisieren. Das ist keine Ablenkung. Also nehmen wir mal den Ukraine. Also wenn ich weiter in dem, wenn ich weiter so viel reagiere, dann dauert das hier ein paar Stunden. Aber nehmen wir mal den Ukraine-Krieg. Ohne die westlichen Waffenlieferungen wäre dieser Krieg schon vorbei. Ohne die westlichen Waffenlieferungen gäbe es da viel weniger Flüchtlinge. Ohne das Versprechen auf weitere Waffenlieferungen hätte die Ukraine schon im Frühjahr 2022 Frieden geschlossen. Also all das Blutvergießen, da könnte schon zu Ende sein. Also wir liefern Waffen und dann haben wir halt ukrainische Flüchtlinge hier. Hast du eins zu eins diese Korrelation? Ihr erinnert euch. Ich gehe heute nochmal auf einige Punkte ein, die sie vermeintlich gekontert haben und beschränke mich dabei wie immer nur auf den größten Schwachsinn, den sie dabei abgesondert haben. Die Repräsentation der AfD in den Medien, den Lord Voldemort höchstpersönlich Björn Höcke, falls meine Analyse zu seinem Buch und seiner Person bisher noch nicht ausgereicht hat. Und abschließend noch einmal die geopolitische Betrachtung aus Sicht der AfD und diesen Punkt, das verspreche ich euch, den können wir abkürzen, denn Tahir hat sich diesbezüglich, ohne es zu merken, selbst entlarvt. Zum Schluss möchte ich euch nochmal kurz zusammenfassen, was hier eigentlich passiert ist und woran ein Live-Gespräch tatsächlich gescheitert ist. Wie gesagt, Leute, wir haben hier angefangen, da ging es um die vermeintliche Kausalität zwischen Rüstungsexporten und Migrantenkriminalität in Deutschland. Und gelandet sind wir schlussendlich bei meiner Veganwerdung und meiner Identitätenfrage. Ich bleibe beim Thema, ich habe es weder nötig, auf deren sonstigen Positionen einzugehen, den Diskurs aufs Unendliche auszuweiten oder etwa aus Privatunterhaltungen auszuplaudern. Das war deren Strategie, weil meine Treffer offensichtlich gesessen haben. Ja, Feroz, wir haben zwar gecherrypickte Abstimmungen präsentiert, aber was ist hier mit deinem... Cherrypickte, ich hab's gerade erklärt. Die AfD ist in keiner politischen Verantwortung aktuell und schon jetzt stimmt sie nicht so ab, wie es eine Friedenspartei tun würde, dass die AfD sich selbst als Friedenspartei labelt. Das haben die Grenzgänger in ihrem zweiten Reaktionsvideo auf Feroz ja schon erklärt. Interview mit Michael Stürzenberger vom 6. Juni 1998. Bitteschön, aber ich bleibe beim Thema. Die Migrantenkriminalitätskiste sollte mittlerweile für jeden klar und ersichtlich geworden sein, der erkenntnisoffen und unvoreingenommen in der Debatte ist. Wem das bisher Präsentierte aber nicht gereicht hat, der werfe gerne einen Blick auf... Gott, wir hatten das Thema schon letztes Mal so... Ja, also guckt euch die letzte Reaktion an, die ist auf meinem YouTube-Kanal. Wie gesagt, ja, da hat... also da haben wir ihm ja nicht mal Unrecht gegeben in der Reaktion. Also Seller und ich hatten da gemeinsam drauf reagiert. Verhältnis in Relation zum Bevölkerungsanteil eher umgekehrt gelagert sein. Also warum breitet er auf diesen Punkt so rum? Warum findet er den so relevant? Also ganz ehrlich, verstehe ich irgendwie nicht. Batarik. Das nur als kleinen aktuellen Nachtrag und damit zurück zum heutigen Thema. Also um meine Kritik daran, dass die AfD in den Medien unterrepräsentiert ist, zu kontern, präsentiert euch da hier folgende Erhebung. Warum führt dann Feroz Khan die aktuellste Statistik an, um uns zu widerlegen? Warum ich die aktuellste Erhebung anführe? Ja, weil es die aktuellste ist. Wir wollen ja nach Möglichkeit die Probleme in der Gegenwart bekämpfen und nicht etwa nachträglich feststellen, was in der Vergangenheit alles hätte besser laufen können,
Aber fahren wir mal fort. Seit dem ausgerollten Deutschlandfähnchen bis 2017 saßen AfD-Politiker in 11,3% aller Talkshows. Das sind deine eigenen Quellen, aber schau doch bitte noch ein zweites Mal hin. Wie du anhand der CDU ziemlich schnell erkennen wirst, sind alle Parteien überrepräsentiert im Verhältnis zu ihren Wahlumfragen. Die Frage ist, und jetzt lieber Tahir, musst du besonders tapfer sein. Sind sie proportional zu ihrem Marktwert überrepräsentiert oder werden hier etwa... Marktwert der AfD lag damals, Bundestagswahl 2013, bei etwas unter 5%. Bestimmte Parteien bevorzugt, wohingegen andere benachteiligt werden. Und das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Selbst wenn wir den Zeitraum von 2015 bis 2017 ansetzen, ist festzustellen, dass auch hier die AfD im Vergleich zu allen anderen Parteien massiv benachteiligt wurde. Weil die AfD erst im Herbst 2017 in den Bundestag eingezogen ist, kann man sich die Erwartungswerte durch die Sonntagsfragen einholen. Diese sind auch Jahre okay. später... Jetzt nimmt er die Umfragen. Okay, ja, so kann man es auch machen. Noch einsehbar und ich habe mir mal die Mühe gemacht, diese in eine Excel-Tabelle einzutragen und gegenüberzustellen. Das Ergebnis? Die AfD schneidet auch in dem von dir aus freien Stücken selbst ausgepickten Zeitraum in Relation zu ihrem Marktwert und im Vergleich zu allen anderen Parteien am schlechtesten ab, was ihre Anzahl an auftretenden Sendungen anbelangt. Wie gesagt, alle Parteien sind in dieser Grafik überrepräsentiert, die AfD allerdings... Okay, hier hat er tatsächlich einen Punkt, Am wenigsten mit 127%, während hingegen die CDU mit über 200% und die Grünen und die Linken mit sage und schreibe jeweils über 250% zu ihren Gunsten verzerrt in Talkshows eingeladen wurden. War das keine Steilvorlage des Medienestablishments für die AfD? Antwort? Dann warte ich mal ein paar Wochen auf dein Kontra-Video. Tahir hat nur die 11,8% bei der AfD gesehen und dachte sich, aha, die haben mit 13,7% bei der Bundestagswahl etwa auf ähnlichem Level abgeschnitten. Damit haue ich den Ferus jetzt mal in die Pfanne. Mies recherchiert, alle. Ich habe mies recherchiert. Wie gesagt, 2013 haben wir etwas unter 5% abgeschnitten. Man hätte das jetzt auch in Bezug zu den Wahlergebnissen ja setzen können. Und die waren, wie gesagt, das von 2013 war deutlich niedriger. Also das letzte Wahlergebnis, was die Talkshows, die in diesem Zeitraum vor der Bundestagswahl 2017 rauskamen, natürlich jetzt Referenz hätten nehmen müssen. Denn die Talkshows wussten ja noch nichts vom Wahlergebnis von 2017. Aber wenn es ungefähr proportional zu den Stimmwerten sein soll, wie kommt dann die CDU auf 80% und die Grünen auf über 26%, während ihr Stimmenwert bei ungefähr 10% in diesem Zeitraum lag? Du hast dir wieder einmal ein saftiges Eigentor geschossen, denn diese Grafik gibt mir recht und es könnte eindeutiger kaum ausfallen. Congratulations, you played yourself. Ist dir das jetzt peinlich, lieber Tahir? Dass du versucht hast, meine Kritik mit einem älteren Zeitraum ins Verhältnis zu setzen und nicht gemerkt hast, dass nicht... Ja, okay, hier hat er einen Punkt. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht genau darauf eingehen, aber... Sein Argument war ja nicht, dass die AfD, also das von Tahir Chaudhry ursprünglich war nicht, dass die AfD heute von den Medien häufiger eingeladen wird, sondern dass sie damals extra aufgebaut wurde, als sie noch eine treue transatlantische Partei war. Also unter Bernd Lucke war die AfD ja einfach eine konservativere CDU. Also damals hatte sie ja diese Radikalität, die sie heute hat. Also Radikalität meine ich jetzt auch nicht negativ, die hatte sie ja damals nicht. Also damals war sie ja einfach nur ein Abklatsch der CDU, mehr oder weniger. Also, dass sie so NATO-kritisch ist, zumindest in Teilen. Also, dass das immer noch mächtige Netzwerke in der AfD gibt, die da in eine andere Richtung wollen, das mag auch noch sein. Aber dass sie in Teilen zumindest so NATO-kritisch ist, das war ja damals noch nicht so. Da hat man ja beispielsweise auch noch versucht, eine Hacke aus der Partei rauszuwerfen. Äußerst finstere Zeiten für eure Fraktion, das muss man mal ganz nüchtern an der Stelle festhalten. Was gibt es zu dem Punkt noch zu sagen? Die Altmedien hassen die AfD, seit sie aufgekommen ist und deren Strategie des Ignorierens und Missrepräsentierens... Ja, wie gesagt, da würde ich nicht so mitgehen. Die Rezeption der AfD war anfangs noch positiver. Also auch wenn es die Talkshow-Zahlen jetzt nicht ganz so deutlich hergeben, beziehungsweise... Wie gesagt, kommt drauf an, wie man rechnet, wenn man die Umfragewerte nimmt, okay, aber man hätte auch Wahlergebnisse nehmen können. Ist jetzt egal, ist jetzt egal. Aber die Rezeption der AfD, ich erinnere mich ja damals noch, was für Medienberichte da kam, die wurde damals noch nicht so deutlich als rechtsextrem, als verfassungsfeindlich und alles diffamiert. Also sie wurde schon als rechtspopulistisch bezeichnet, aber noch nicht als rechtsextrem. Also das, was wir ja heute da als, also wirklich an irren Diffamierungskampagne gegen die AfD sehen. Ich meine, ja, ich hatte hier letztens auf eine Sendung von Die Anstalt reagiert, die wirklich dafür plädiert haben, die AfD verbieten zu lassen. Also so eine, ja, vollkommene Anti-AfD-Propaganda, wie wir heute sehen, die gab es ja damals in der Form noch nicht. Zumindest nicht in dieser Radikalität. Ist wie ein Moonwalk gehörig nach hinten losgegangen. Wer das nicht sieht,
Der hat die letzten Jahre verschlafen oder aber wie diese zwei. Nein, die AfD hat eine Entwicklung durchgemacht. Früher war sie noch transatlantisch, jetzt ist sie gespalten. Und seitdem wird sie auch so hart angegangen. Ende der Durchsage. Kommen wir, obwohl es abseits vom Thema ist, zu Höcke. Es braucht eine starke Persönlichkeit und eine feste. Also darauf habe ich jetzt echt keine Lust. Da werden sich jetzt Zitate rausgesucht. Und also, wenn euch Höcke so, wie gesagt, sozialpolitisch, außenpolitisch, ist Höcke wesentlich basierter als die Rest-AfD. Also das sage ich ganz offen. Also der ist wesentlich vernünftiger als beispielsweise eine Beatrix von Storch. Jetzt ist die Frage, wann geht's dem Video weiter? Ich hoffe, ich spule hier nicht zu weit. So, bewaffneter Streitkräfteeinsatz im Sudan. Die AfD 65 dafür. Alle dafür. So, guck mal, Verlängerung Bundeswehreinsatz im Südsudan. Die Linke dagegen. Krass. AfD alle 87 dafür. Hart. Von 92. So, ich könnte jetzt immer weitermachen und sorgt sie vielleicht selber dafür, dass Flüchtlingsströme erzeugt werden, weil ich habe diesen Zusammenhang noch nicht gesehen, ja, dass die AfD selber sozusagen, also ich wusste nicht, dass die AfD bei Abstimmungen im Bundestag sich für den Krieg entscheidet. Entscheidet sie sich für den Krieg? Ja, das werde ich beweisen. Um das zu beweisen, hat Tahir 4 Abstimmungen aus den vergangenen 2 Jahren präsentiert, in denen die AfD für Kriegsbeteiligung gestimmt hat. Das betraf einmal gegen die... Eine einzige hätte gereicht, wenn du dich als Friedenspartei labelst und dann solchen Einsätzen zustimmst, dann bist du es offensichtlich nicht mehr. Beendigung des Bundeswehr-Außeneinsatzes in Mali, für den Streitkräfteeinsatz in Sudan und 2-mal für die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes eben da. Und das stimmt auch, damit wollte Tahir die AfD als Kriegstreiberpartei darstellen. Was Tahir an der Stelle neben den 4 Pro-Kriegsabstimmungen allerdings unterschlagen hat, sind die 6-10 Abstimmungen der AfD. Ich habe vorhin schon erklärt, warum das irrelevant ist. Die AfD ist aktuell noch nicht in politischer Verantwortung. Aktuell liegt kein Druck auf ihr und trotzdem stimmt sie in einem Viertel der Fälle für den Krieg. Wie kann das sein? Oder warte. 4 dafür, ein Fünftel der Fälle wären das ja, wenn ich gerade richtig mitgezählt habe. Naja. Die im selben Zeitraum gegen entsprechende Einsätze. Das betraf Libanon, Bosnien, Mali, Niger, das Mittelmeer, Ukraine, Kosovo und den Irak. Hier seht ihr alle Abstimmungen, die Tahir euch vorenthalten hat. An diesem Punkt habe ich ihn somit schmerzhaft das Cherrypicking. Nein, hast du nicht. Wie gesagt, eine einzige Abstimmung hätte gereicht. Überführt. Das ist Cherrypicking. Ferner noch, das ist die Bilderbuchdefinition von Rosinenpickerei. Zu können, musste er sich in 3/4 aller Fälle auf die Zunge beißen und hat euch nur die Fälle serviert, die sein Narrativ stützen. Dabei spielt es einfach keine Rolle, wie oft die AfD gegen Bundeswehreinsätze gestimmt hat. Doch genau das... Nein, spielt es nicht. Also, will Ferros das nicht verstehen oder so... Hätte sein Publikum für so blöd. Also wenn die AfD jetzt schon mal so abstimmt, wie wird sie erst in der Koalition mit der CDU abstimmen? Dann wird sie jedem Einsatz zustimmen, den die USA von ihnen sehen wollen. Also das ist ja, für so blöd kann er seine Zuschauer doch echt nicht halten. Spielt eine Rolle, wenn du sie so darstellen möchtest, als ob sie durchgehend für Krieg gestimmt hätte. Als Zusatz habe ich noch angefügt, dass die paar Stimmen für Kriegsaußeneinsätze seitens der AfD erstens gut begründet waren und zweitens insgesamt meine Stimme für die AfD nicht Ja, in Mali, das war total sinnvoll, dass wir da uns am französischen Krieg gegen den Terror beteiligt haben. Also, nur mal so, unsere Bundeswehr wurde da von der malischen Regierung rausgeworfen. Also die die Regierung da will unsere Soldaten nicht mehr. Das ist ein komplett gescheiterter Einsatz. Für nichts und wieder nichts wurden da deutsche Soldaten hingeschickt. Deutsche Staatsgelder verbrannt. Also, wofür? Legitimieren, weil man der Logik nach gar keine der 6 relevanten Parteien wählen könnte, wodurch selbst die Linkspartei schon nachweislich für Kriegsaußeneinsätze gestimmt hat. Also alle Parteien... Exakt. Absolut. Hat er jetzt recht. Jetzt hat er die Logik selber aufgezählt, mit der Chaudhry argumentiert hat. Also, ja, es stimmt. Genau das ist die Argumentation.
Parteien haben schon mal für Krieg gestimmt, auch wenn es so einfach nicht ist. Denn es ist nicht einfach für Krieg, sondern auch Kriegsaußeneinsätze, sogar Rüstungsexporte können die unterschiedlichsten, gut begründeten Hintergründe haben. Aber selbst wenn nicht, abgesehen von der AfD und der Linken, haben alle restlich verbleibenden Parteien mehrheitlich für diese Kriegseinsätze gestimmt. Und ich habe, wie gesagt, darauf hingewiesen, dass eben auch die Linke... Frag gerade einer im Chat, was ist deine Meinung zur NATO? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Für einen bewaffneten Streitkräfteeinsatz gestimmt hat. Und Tahir daraufhin so. Der Logik nach könnte ich gar keiner relevanten Partei meine Stimme geben, denn selbst die Linke... Ja, Tahir hat darauf hingewiesen, dass das bei der Linken qualitativ nicht so war wie bei der AfD. Also, dass die Linke erstmal weniger, also quantitativ weniger zugestimmt hat, dass sie qualitativ beispielsweise Rettungsflügen zugestimmt hat und nicht Beteiligung an einem französischen Antiterrorkrieg in Mali. Also, es macht es nicht besser, dass die Linke dazugestimmt hat. Also, auch die Linke sollte man nicht wählen. Hat zweimal in diesem Zeitraum für Bundeswehrbeteiligung gestimmt. Weil du es hier unkommentiert erwähnst, dass ja sogar die Linke bei einem Einsatz für Ja gestimmt hätte. Es ging dabei um Rettungsflüge, um eine Evakuierung von 700 Menschen. Das ist etwas anderes als bewaffnete Kriegseinsätze. Als ich das gesehen habe, da wusste ich, das ist die Bulletproof Smoking Gun, um Tahir als das zu entlarven, was er ist. Ein Scheinjournalist und Anti-AfD-Aktivist, weil sie unterm Strich seinen Interessen widerstrebt. Denn, lieber Tahir, was du in deiner Aufgeregtheit versäumt hast zu überprüfen ist, diese Abstimmung, für die du die Linke noch verteidigst, weil es dir nur ein Rettungseinsatz war, war dieselbe, für dessen Pro-Stimme du die AfD noch verurteilt hast. Und jetzt kommt die AfD. Ja, wie gesagt, es ist bei beiden falsch, dass sie dafür gestimmt haben. Also. Und sagt, ich zeig's mal. Weil das darüber sprechen natürlich so Leute wie Feroz Khan gar nicht. So, bewaffneter Streitkräfteeinsatz. Denn ich arbeite nicht so dilettantisch wie ihr. Ein Blick in meine Excel-Tabelle über alle Kriegseinsatzabstimmungen hat genügt, um festzustellen, ja, ich habe dich wieder einmal erwischt. Ich habe sofort gewusst, was Sache ist. Denn ein Blick auf die Tabelle verrät, dass jede Pro-Kriegspositionierung der Linkspartei ebenfalls von der AfD mitgetragen wurde, bedeutet im Umkehrschluss, dass du die Linke für das verteidigst, wofür du die AfD noch in den Abgrund stoßen. Bleiben immer noch drei, bei denen die AfD, also wie gesagt, ich will die Linke jetzt nicht verteidigen, bleiben aber trotzdem immer noch drei mehr bei der AfD. Wolltest. Es war ein Fehler, dass Tahir Chaudhry das verteidigt hat, also er hätte das... zwar einordnen können, wofür da genau gestimmt wurde, aber er hätte jetzt sagen sollen, dass so eine Partei da grundsätzlich nicht zustimmen sollte, wenn sie eine Friedenspartei sein will. Heute demzufolge, dass du kein wahrheitsorientierter Journalist bist, sondern ein heuchlerischer Interessenvertreter deiner eigenen Agenda, dem die AfD lediglich im Weg steht. Das ist etwas anderes als bewaffnete Kriegseinsätze. Das war sozusagen eine unfreiwillige Blinduntersuchung, um zu schauen, wie unbefangen und objektiv du wirklich bist. Denn in den Fällen, in denen du nicht weißt, dass die AfD Seite an Seite mit der Linkspartei steht, da findest du schon die richtigen Argumente für Pro-Kriegsabstimmungen. Wer noch nach Indizien gesucht hat, dass diese Leute befangen und voreingenommen sind, jeder ist befangen. Oh Gott. Also... für was für ein Publikum macht er das hier? Geht zu irgendeinem Journalisten vom Spiegel oder von der Tagesschau, die werden euch erzählen, dass die AfD die schlimmste Partei aller Zeiten ist. Also... eigene Interessen verfolgen und nicht wahrheitsorientiert sind, dem sollte das als Beweis genügen. Mies recherchiert alle. Ich habe mies recherchiert. Und mit diesem selbstentlarvenden und fatalen Fehler, den du dir geleistet hast, verpufft das ganze Gewicht deiner Kritik an der AfD und der Da waren noch ein paar andere Punkte, aber ich hoffe, die kommen noch. Strategischen Positionierung ihrer verteidigungspolitischen Sprecher. Congratulations, you played yourself. Schaut ihr euch das vorher nicht an? Ich meine, ihr seid hier die angeblich ausgebildeten Profis, nicht ich. Ihr seid zu zweit, Mann. Normalerweise ist ein größerer Brainpool ein Vorteil. Warum seid ihr zu zweit, wenn es sowieso keinen Vorteil für euch hat? Ich denke, das sollte es zum Inhaltlichen gewesen sein, denn spätestens an diesem Punkt haben diese zwei sich endgültig selbst demaskiert. Dass die AfD von Rüstungslobbyisten durchsetzt ist, dass die AfD sich selbst als Friedenspartei labelt und immer noch bei 5 Kriegseinsätzen zugestimmt hat. Stimmt, 5, ein Viertel, da hatte ich mich vorhin, war doch ein Viertel. Gott.
bin hier mit den Zahlen durcheinander gekommen, weil Ferus uns die gerade geliefert hatte. Also ich habe mir das Video vorher nicht angesehen. Wundert euch nicht, wenn ich hier so, es ist so eine, ja, ich mache diese Reaktionsvideos immer so, dass ich mir das vorher nicht ansehe. Also wenn ich auf irgendwas richtig reagiere, also was länger vorbereite, dann mache ich das in anderer Form. Das mache ich das jetzt hier nicht im Twitch-Stream. Naja. Ihr habt es gesehen, ich bin nur der Überbringer der Nachricht. Ich will an diesem Punkt abschließend mal zusammenfassen, was hier eigentlich passiert ist. Nachdem diese zwei jahrelang geopolitische Themen abgegrast haben, dachten die sich, dass es auch früher oder später unausweichlich ist, den Elefanten im Raum anzusprechen, nämlich die AfD und die innerdeutsche Rechte. Da dachten die sich, suchen wir uns doch mal einen ehrwürdigen Gegner aus, der Gesicht zeigt, und dann kamen die ausgerechnet auf mich. Den machen wir kurz mal platt, saugen seine Follower ab und dann geht's weiter mit der üblichen Show. Na, das hat ja gut funktioniert. Wir haben durch dich etwa 500 Abonnenten verloren, 300 Euro von der monatlichen Unterstützung für unseren Kanal ist weggefallen. Warum, lieber Tahir, musstest du ausgerechnet mir ans Bein pissen? Es gibt doch 500 andere, die das dankbar angenommen hätten, neben denen ihr jetzt nicht wie die kompletten Vollidioten dastehen würdet. Und glaubt mir eins, ich habe mich in meinen Videos noch kurz gefasst. Ich hätte noch so viel gehabt zu den beiden, aber wie gesagt, ich muss weder deren ganze Biografie ausbreiten, noch muss ich den Diskursraum erweitern, noch habe ich es nötig, aus Privatunterhaltungen auszuplaudern, um meine Treffer zu landen. Die Treffer auf dem Feld, auf dem sie mich herausgefordert haben, reichen vollkommen aus, um sie als das zu entlarven, was sie sind. Diese zwei waren schon nach meinem ersten Streifzug ordentlich butthurt und mussten laufend projizieren. Ungefähr so, wie Belasch von mir die Begriffe Diskursverschiebung und Whataboutism gelernt hat. Wäre das nicht Diskursverschiebung? Das war vor allem Diskursverschiebung. Das hättest du Diskursverschiebung genannt. Ist das Diskursverschiebung? So haben die Jungs von den Grenzgänger Studios von mir den Begriff Cherrypicking gelernt. Die Fähigkeit, Cherrypicking zu betreiben. Wenn man Cherrypicking betreibt. Cherrypicking? Ferus, ist das Cherrypicking? Bei mir könnt ihr in Sachen politische Bildung und eristische Dialektik noch echt was lernen. Ihr solltet mir eigentlich dankbar sein. Wir hätten lieber live face-to-face mit ihm debattiert, aber der sträubt sich immer noch, fast 3 Monate, nachdem wir unsere Herausforderung ausgesprochen haben. Das ist eine nachweisliche Lüge, wenn ihr doch selbst eingesteht, dass das Zustandekommen daran gescheitert ist, dass ich Bedingungen formuliert habe, die ihr nicht angenommen habt. Anstatt die Debatte anzunehmen oder auch nicht anzunehmen. Wie lauteten denn diese Bedingungen? Laut den beiden, hast du Geld gefordert. Ja, reagiert darauf, indem sie sagt, ja, sie will es machen, aber sie möchte Geld dafür haben. Ja, das heißt, wir sollten für irgendwelche Kosten aufkommen müssen. Und wir haben gesagt, na, wir machen das nicht. Ja, es geht hier ums Prinzip. Wir machen das nicht für Geld, sondern wir machen das quasi für einen Kampf um die bessere Idee. Und dann hat das Ganze nicht stattgefunden. Ich war gesprächsoffen, trotz der schmutzigen Tricks und Manipulationsversuche, die ich offengelegt hatte, wie zum Beispiel Cherrypicking. Ich habe euch gerade erklärt, warum das hier kein Manipulationsversuch war, sondern exakt das gezeigt hat, was die Grenzgänger zeigen wollten. Oder mich neben Höcke im Thumbnail platzieren, wie er gerade seinen rechten Arm hebt. Solche Praktiken kennen wir anderweitig ja von linken Mainstream-Medien zu Genüge. Also Höcke grüßt doch einfach nur. Also man kann auch echt in alles irgendwas reininterpretieren. Trotzdem habe ich öffentlich meine Gesprächsbereitschaft signalisiert. Nur man muss eben die Bedingungen klären. Und unter anderem wollte ich Honorar dafür haben. Als ob ich springe, sobald ihr schnipst und nur frage, wann ich wo erscheinen soll. Bei allem Respekt, und das meine ich wirklich nicht abfällig, bis ihr mich nicht erwähnt habt, kannte ich euren Kanal nicht mal. Ich hatte und ich habe nicht das geringste Interesse daran, auf eurem Kanal stattzufinden. Wenn ihr es aber dennoch unbedingt wollt, ja, dann müsst ihr mir eben meinen Gegenwert bieten. Das hat sehr viele Faktoren, nicht nur meine Zeit, auch meine Verfügbarkeit, das Risiko, dass etwas manipulativ zusammengeschnitten wird, was, selbst wenn ich mit aufzeichne, immer ein nerviges Nachspiel mit sich zieht. Liebe Grüße auch an der Stelle an Belasch und dem WDR und. So läuft es nun mal. Ich selbst habe schon mal bekannte Größen zur Debatte herausgefordert und teilweise bis heute nicht einmal eine Antwort erhalten. Da waren Leute dabei, die hatten mehr Reichweite als ich, aber auch welche mit weniger Reichweite, manche, die links, manche die rechts von mir stattfinden. Wie gesagt, bis heute haben die nicht einmal reagiert. So what? Das ist der... Nee, das kenne ich. ...ein gutes Recht, als ob ich mich jetzt deswegen öffentlich ausheule. Ja, okay, ich bin auch noch ein bisschen kleiner, aber... ...und denen vorwerfe, dass sie sich nicht trauen. Das ist jedermanns gutes Recht, selbst zu entscheiden, unter welchen Bedingungen er mit wem kooperiert und mit wem nicht. Abgesehen davon, mal grundsätzlich, was bringt es dem Zuschauer für einen Mehrwert?
In einem Live-Schlagabtausch gehen reihenweise Argumente unter, die eigentlich auf meiner Seite gewesen wären. Man kann zwar, wie Belasch, in 2 von 2 Debatten mit dem Smartphone da sitzen und 2 von 2 Debatten trotzdem gegen die Wand fahren, aber sonderlich klug wirkt es dann nicht. All das, was ich euch präsentiert habe, die Abstimmung der AfD, die Passagen aus Höckes Buch, die Zahlen zum tatsächlichen Ausmaß von Migrantenkriminalität, das ist in der Schnelle und Genauigkeit in einer Live-Debatte überhaupt nicht möglich. Dieser Videoschlagabtausch war rein objektiv viel akkurater und erkenntnisreicher, als es eine Live-Debatte über mehrere Stunden jemals... Objektiv. Naja. Wie gesagt, schaut euch selber die 2 Gegenvideos der Grenzgänger an, schaut euch die Videos von Ferros an und ja, er ist ja auf viele Argumente auch nicht eingegangen, hat er auch selber gesagt, also ja. Dass er hier auch die ganze Zeit geframed hat, beispielsweise als er Tahir Chaudhry als Mainstream-Journalisten vorgestellt hat und ja, also ihn in ein Lager eingeordnet hat, damit implizit, zu dem er überhaupt nicht mehr gehört. Ja, also wie gesagt, schaut euch die ganzen Videos an, ich gehe da jetzt nicht nochmal einzeln drauf ein. Sein könnte, weil man vor Ort eh nicht alles factchecken kann. Ich müsste anschließend sowieso nochmal einen Factcheck auf meinem Kanal publizieren, sowie auch nach dem Fair Talk und der 100% Real Talk Debatte. Also was soll das bringen, außer vielleicht ein bisschen Unterhaltung? Ich will mir nichts vormachen, um Erkenntnisgewinn geht es denen nicht. So wie auch Belasch wollen diese 2 die ja auch nicht. Also. Mich lediglich verhören, was auch seine Berechtigung haben kann, aber ohne Gegenwert, ohne dass ich was davon habe, mache ich das eben nicht. Das sind meine Takte dazu, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und in diesem Sinne. Okay, das sind ja jetzt... Ja, ja. Ja, er hat natürlich recht, man muss nicht jede Einladung annehmen, da hat er natürlich recht, aber... Die beiden haben in dem Video geframed, was er auch gemacht hat und deswegen will er jetzt Bezahlung haben, beziehungsweise er muss Sorge haben, dass das manipulativ zusammengeschnitten wird, was in der Live-Debatte ja gar nicht der Fall ist. Also, ist eine Live-Debatte. Da wäre sowas ja sowieso ohnehin nicht der Fall. Ja, ist ein gutes Recht, das abzulehnen, aber eine Debatte, da hätte man ja trotzdem diese ganzen Punkte nochmal klären können, wo, also bei so einem Video, da hast du das Problem, eine Seite kann framen und die andere kann nicht direkt darauf antworten. Eine Seite kann komplett ihre Sicht rüberbringen und die andere kann nicht direkt darauf antworten. Also ein direkter Schlagabtausch, glaube ich, besser. Aber ja, er hat die Diskussion im Fair Talk gewonnen. Er hat ja hier jetzt 2 Gegenvideos gemacht. Wie gesagt, mich hat es nicht überzeugt. Auf die wichtigsten Punkte ist überhaupt nicht eingegangen, beziehungsweise hat das weggewischt. Hatte ich auch schon die ganze Zeit gesagt, warum diese 5 Abstimmungen der AfD eben doch super relevant sind. Naja, aber er hat noch ein Video zu Sarah Wagenknecht gemacht. Ah nee, darauf reagieren wir jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, wir schließen jetzt